Die Todesstrafe, die schwerste mögliche rechtliche Sanktion, ist seit langem Gegenstand von rechtlichen, ethischen und psychologischen Debatten. Die Geschichte der Rechtsprechung kennt viele Fälle, in denen Verurteilte zum höchsten Strafmaß auf ihr Schicksal in einer Weise reagierten, die überraschte, schockierte oder die Gemeinschaft herausforderte. Von kalter Gleichgültigkeit bis zu Herausforderungen voller Aussagen, diese Momente offenbaren die Komplexität menschlichen Verhaltens im Angesicht des Todes. Gary Gilmore, das ist die erste Person, die in den USA nach der Wiedereinführung der Todesstrafe in diesem Land hingerichtet wurde. Gary war eine Figur, die sich in der Geschichte des amerikanischen Rechtssystems dauerhaft verankert hat, aufgrund seines einzigartigen und beunruhigenden Ansatzes zum Todesurteil. Verurteilt für zwei brutale Morde, überraschte Gilmore die Öffentlichkeit und das Justizsystem mit seiner Akzeptanz des Urteils und dem ausgedrückten Wunsch, dass die Strafe so schnell wie möglich vollstreckt werde. Seine Haltung wich von der typischen Reaktion der zum Tode Verurteilten ab, die normalerweise versuchen, die Vollstreckung des Urteils zu verzögern oder um eine Änderung des Urteils zu kämpfen. Ohne um Gnade zu bitten oder die verfügbaren Berufungen zu nutzen, wurde Gilmore eine Ausnahme unter den Verurteilten, was eine breite Debatte über die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten auslöste. Seine Worte »Let's do it«, »Lasst es uns tun«, ausgesprochen vor der Hinrichtung, spiegelten seine ungewöhnliche Einstellung wider und wurden später in verschiedenen kulturellen und sozialen Kontexten zitiert. Dieser Fall warf auch viele Fragen bezüglich der Rechte der Verurteilten, der Ethik der Vollstreckung der Todesstrafe und der Psychologie der Straftäter auf. Gilmore durch seine Haltung beschleunigte nicht nur seine eigene Hinrichtung, sondern trug auch zur Wiederaufnahme der Diskussion über die Anwendung der Todesstrafe in den USA bei, die seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts bis Mitte der 70er Jahre ausgesetzt war. Seine Geschichte und Haltung bis zum Lebensende bleiben eine Erinnerung an die komplexen und oft kontroversen Aspekte der Rechtsprechung. Peter Kürten, bekannt auch als der Vampir von Düsseldorf, war ein Serienmörder, der Deutschland in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erschütterte. Seine Verbrechen waren brutal und gnadenlos und umfassten Morde, sexuelle Übergriffe und Brandstiftungen. Kürten wurde nach einer Reihe von makabren Verbrechen, die ihm düstere Berühmtheit einbrachten, zum Tode verurteilt. Charakteristisch für Kürten war, dass seine Reaktion auf das Todesurteil von einer makabren Neugier durchdrungen war. Im Angesicht des Todes, anstatt Furcht, Reue oder sogar Wut zu zeigen, zeigte Kürten Interesse an den physischen Aspekten der Exekution. Er fragte seine Henker, ob er das Geräusch seines eigenen Blutes hören könnte, das spritzte, wenn die Guillotine seinen Kopf abschlug. Diese beunruhigende Neugier auf seinen eigenen Tod offenbarte die tiefen Störungen und die psychopathische Natur Kürtens. Letztendlich ist die Geschichte von Peter Kürten eine erschreckende Erinnerung an die Existenz extremen Bösen in der menschlichen Natur. Seine Haltung im Angesicht der Todesstrafe brachte, anstatt Erleichterung oder Genugtuung, nur mehr Angst und soziale Unruhe, hinterließ einen dauerhaften Eindruck in der Geschichte der Kriminologie. Thomas Grasso war ein verurteilter Mörder, der für seine ungewöhnliche Reaktion auf die Vollstreckung des Todesurteils bekannt wurde. Sein Fall zog die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit nicht nur wegen der Brutalität seiner Verbrechen auf sich, sondern auch wegen seines Verhaltens und seiner Kommentare im Moment der Hinrichtung. Grasso wurde wegen des Mordes an zwei älteren Personen in zwei verschiedenen Staaten, Oklahoma und New York, zum Tode verurteilt. Diese Verbrechen waren von dem Wunsch motiviert, Geld zu erlangen, was die öffentliche Empörung und den Wunsch nach Gerechtigkeit nur verstärkte. Seine Prozesse wurden breit kommentiert, und schließlich wurde er in Oklahoma zum Tode verurteilt, wo das Urteil letztendlich vollstreckt wurde. Besondere Aufmerksamkeit erregten seine letzten Worte vor der Hinrichtung. Anstatt einer traditionellen Erklärung, in der Verurteilte Reue, Entschuldigungen oder religiöse Aussagen machen, konzentrierte sich Grasso auf etwas scheinbar Belangloses und mit dem Tod Unverbundenes. Er beschwerte sich über sein letztes Abendessen. Er behauptete, dass sein Spaghetti zu hart war
und das Toilettenpapier zu dick und rau. Seine Worte schienen merkwürdig fehl am Platz und schwer zu verstehen im Kontext der bevorstehenden Hinrichtung, was dazu führte, dass sie weit kommentiert und erinnert wurden. Diese letzten Worte von Thomas J. Grasso wurden zu einem Beispiel dafür, wie unterschiedlich Verurteilte auf ihre letzten Lebensmomente reagieren können. In seinem Fall könnte die Konzentration auf alltägliche Unannehmlichkeiten anstatt auf das Gewicht der Todesstrafe oder die Konsequenzen seiner Taten als eine Form der Realitätsvermeidung, ein Versuch, die letzten Momente der Normalität zu bewahren oder einfach als eine bizarre Form des Aufbegehrens interpretiert werden. James French, ein amerikanischer Mörder, der auf dem elektrischen Stuhl im Staat Oklahoma hingerichtet wurde, für den Mord an seinem Mitgefangenen, was das zweite Mordverbrechen war, für das er verurteilt wurde. Das erste fand außerhalb des Gefängnisses statt. Sein Fall ist ungewöhnlich, da es scheint, dass French absichtlich das zweite Mordverbrechen beging, um zum Tode verurteilt zu werden. Er behauptete selbst, er hätte nicht den Mut, Selbstmord zu begehen. Seine Reaktion auf das Todesurteil war nicht nur einzigartig, sondern zog auch die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit auf sich. Unmittelbar vor seiner Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl in Oklahoma wandte sich French an die anwesenden Journalisten mit Worten, die zu den denkwürdigsten letzten Worten eines zum Tode Verurteilten werden sollten. »Hey Leute, wollt ihr die letzten Worte eines zum Tode Verurteilten hören?« Dann, ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr er fort. »Bringt die Blitze her, denn ich habe eine riesige Lust auf ein nahrhaftes Frühstück.« Seine Worte wurden als eine makabre Art von Humor interpretiert, die seine Art, mit dem unvermeidlichen Ende umzugehen, widerspiegeln könnte, oder als letzter Akt des Aufbegehrens gegen das System, das ihn zum Tode verurteilte. Unabhängig von der Intention bleiben die letzten Worte von James French ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich Menschen auf extreme Situationen reagieren können. Und sein Fall wird oft in Diskussionen über die Todesstrafe und die Psychologie der Verurteilten zitiert. Timothy McVeigh, ein Mann, der für den Bombenanschlag in Oklahoma City verantwortlich war, der im Jahr 1995 168 Menschen tötete und hunderte weitere verletzte. Timothy ist einer der bekanntesten Terroristen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Sein Angriff war damals der blutigste Akt des Terrors auf amerikanischem Boden und löste weltweit Schock und Entsetzen aus. Nach seiner Verhaftung, seinem Prozess und seiner Verurteilung zeigte McVeighs Reaktion auf das Todesurteil seine Gleichgültigkeit und mangelnde Reue. Er zeigte keine sichtbaren Emotionen oder Bedauern für seine Taten. Stattdessen blieb McVeigh standhaft und drückte den Glauben aus, dass seine Handlungen durch den Krieg gegen die Bundesregierung gerechtfertigt waren, die seiner Meinung nach die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger verraten hatte. McVeigh verteidigte seine Motive und behauptete, dass der Anschlag ein Akt der Vergeltung für die Vorfälle in Ruby Ridge und Waco war, die er als Beispiele für staatliche Tyrannei ansah. Seine Haltung im Angesicht des Todes war konsistent mit seinen Überzeugungen, die er vor und nach dem Anschlag geäußert hatte. Er behauptete, ein Soldat im Krieg gegen die US-Regierung zu sein. Bis zu seinen letzten Tagen äußerte McVeigh öffentlich weder Reue noch Empathie für die Opfer seines Angriffs, was den Schmerz und die Wut der von der Tragödie betroffenen Familien nur vertiefte. Seine Hinrichtung im Jahr 2001 beendete eines der dunkelsten Kapitel der modernen amerikanischen Geschichte, aber die Debatte über die Ursachen, Konsequenzen und die Moral seiner Taten dauert bis heute an. Eileen Wuornos, eine amerikanische Serienmörderin, die in den Jahren 1989 bis 1990 in Florida 7 Männer ermordete. Wuornos behauptete, ihre Opfer hätten versucht, sie zu vergewaltigen oder ihr sonst wie zu schaden, und sie habe in Selbstverteidigung gehandelt. Ihr Leben und ihre Verbrechen wurden zum Gegenstand zahlreicher Bücher, Artikel und Filme, einschließlich des mit einem Oscar ausgezeichneten Films Monster. In Reaktion auf das Todesurteil verhielt sich Wuornos launisch und oft widersprüchlich. Einerseits äußerte sie Wut und Frustration,
beschuldigte das Justizsystem der Ungerechtigkeit und behauptete, zu Unrecht beschuldigt worden zu sein. Andererseits schien sie zu bestimmten Zeiten ihr Schicksal zu akzeptieren, drückte Müdigkeit von dem ständigen Kampf aus und den Wunsch, die Angelegenheit zu beenden. Ihre letzten Worte vor der Hinrichtung, in denen sie behauptete, »Mich zu töten wird die Dämonen befreien«, fügten ihrer Figur noch mehr Kontroversen und Geheimnis hinzu. Vuornos bleibt eine der bekanntesten Serienmörderinnen in der Geschichte der Vereinigten Staaten und ihre widersprüchlichen Reaktionen auf das Todesurteil wecken weiterhin Interesse und Diskussion.